Ja, guck mal, es gibt keine Skala, wo du sagen kannst, okay, so und so viel Hochmut, so und so viel, nein. Aber der Prophet Sallallahu hat von einem Staubkorn Hochmut gesprochen. Deswegen, du darfst nicht mal ein Staubkorn Hochmut in deinem Herzen haben. Und der Hochmut steigt und sinkt, beziehungsweise es kann jemanden geben, der viel Hochmut trägt, und es kann jemanden geben, der wenig Hochmut trägt. Genauso wie Kuffer, es gibt jemanden, der viel Kuffer hat und jemanden, der weniger Kuffer hat, jemanden, der viel Iman hat und jemanden, der weniger Iman hat. Aber von uns ist verlangt, dass wir kein Hochmut tragen im Herzen. Nicht mal im Wert eines Staubkorns, nicht mal im Gewicht eines Staubkorns. Das heißt, du musst das entfernen. Und ich sage nochmal, solange du Angst vor der Hochmut hast, hast du keinen Hochmut. Solange du Angst vor Arroganz hast, hast du keine Arroganz. Inshallah.